Hey Leute, willkommen zurück. Heute gehen wir in die Schloss rein. Ins It's a Go Time Schloss. So, oh Mann, ich muss erstmal muss ich mich hier mit der Steuerung hier klar finden. Okay, wir haben Kettensägen. Auch bekannt aus Super Mario World. Schickes Spiel. Aber das Spiel hier gefällt mir auch. Muss ich sagen. So, bis jetzt sind wir schon fast mit Welt 3 durch. Okay, ah, was mache ich hier? Okay, anscheinend mache ich es genau richtig. Ah, noch ein Power-Up. Nice. Moment, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich könnte hier rein. Da, das war eine Fehlentscheidung. Na gut, das hat mich jetzt voll das Item gekostet. Da kann ich auch nicht rein. Das sieht aber immer so aus, ne? Weil es da offen ist. Na gut. Ah, oh, 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 oh. Autsch. Okay, ich muss mir dieses Ding irgendwie schnappen mal. Bei einer guten Gelegenheit. Vielleicht ist sie jetzt da, ja. Gut. Hab nur leider das Ersatzding verloren. Aber ich glaube, es ist okay. So, Checkpoint haben wir auch erreicht. Hier gibt es ein neues. Also, itemmäßig werde ich großzügig versorgt. Muss ich jetzt mit einem Mini-Pilz da rein? Oh Gott, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ist hier... Moment, nehmen wir erstmal das. Ist hier ein Mini-Pilz drin? Ist dein Mini-Pilz drin? Auch nicht. Ich glaube, ich brauche aber einen. Ich weiß nicht. Oh, oh, ah, das ging nicht gut. Nicht gut aus. Okay, das ging auch nicht gut aus. Aber egal, wir haben es bis zum Boss geschafft. Aber mir fehlt die dritte Münze. Ich... Warte, da oben kann ich noch lang, oder? Genau, hier ist noch... Ah, okay. Damit haben wir alle drei Münzen. Aber ich weiß nicht. Ich bin immer noch misstrauisch, was diese Röhre betrifft. Wo ich nur als kleiner Mann durch kann. Mal sehen. Na gut, erstmal machen wir uns mal später darum Gedanken. Erstmal gucken wir mal, was wir dem Boss hier schaffen. Nämlich Wendy. Achso, die überflutet wahrscheinlich wieder alles. Ja, die Art vom Boss ist mir bekannt. Und unter Wasser kann ich ihr nicht schaden, soweit ich weiß. Oh. Ha, toll. Instant erwischt. Also, auch wenn es aussieht, als könnte ich einfach auf sie draufspringen. Unter Wasser. Auf ihr drauf landen. In Wahrheit ist das aber nicht so. Da kriegt nur ich den Schaden. Toll. Genau das wollte ich nicht. Auf ihr drauf landen. Ah, jetzt habe ich noch eine Gelegenheit verpasst, noch einen Schwung zu machen. Okay, ich stelle mich nicht gut an gerade. Muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich hier bleibe, ist alles cool. Sie ist ja eigentlich auch nicht wirklich schwierig. So, zack. Die beschwört Fische. Die hat nicht mal die Ringe, die sie einsetzt. Okay, gut. Diesmal habe ich es nicht versaut. Oh, aus Versehen. Okay, der dritte Sprung war aus Versehen. Aber geschafft. Gut, dann gib mal her das gute Ding. Mario hat's mal wieder geschafft, ey. Sehr schön. Na, dann gehen wir mal... Ah, da wartet Morten. Okay, hau rein. Tschüss. Ja. Pass auf, ich habe auch so eine Theorie. Ich weiß nicht. Ich habe eine Theorie. Ist nur eine Theorie. Ich weiß ja nicht, wie es ist, aber diese kleine Röhre, die da war, wo ich nur als kleiner Mann rauskomme, könnte eventuell mich doch zu einem Secret Exit rausbringen, was mich in diese Fragezeichenwelt unten bringt. Guck mal auf die... Okay, guckt auf die Karte gleich, weil jetzt auf dem kleinen Bildschirm. Da sind doch noch zwei Fragezeichenwelten, auf die ich keinen Einfluss gerade habe. Vielleicht bei New Super Mario Bros. 1, da war das so, man musste den Boss einer Welt besiegen, indem ich einen Mini-Pilz, und das war ziemlich hart, zweimal glaube ich musste ich das, um jeweils so Welten, in diese Welten reinzukommen. Vielleicht ist das hier so ähnlich, vielleicht nicht, dass ich den Boss besiegen muss, sondern dass ich durch die Röhre rein muss, als Winzling. Aber darum kümmern wir uns dann hinterher, denke ich. Welt 4, ey, das sind kleine Gumbas und Steine. Also es ist halt die locker schöne Eiswelt. Okay, die kann ich jetzt zum Glück immer abschütteln, so. Warte mal, dann mache ich einfach so den hier. Oh, der Stein hätte überleben müssen, ich weiß nicht. Wir verfolgen das Ganze einfach mal so ein bisschen. Obwohl, nee, warte mal, bevor... Ah, Goldblume. Okay. Ist doch cool, ich kann zwar nicht mehr rumfliegen. Aber ich glaube, das ist vollkommen wert. Gehen wir mal da oben lang. Ich meine, ich könnte auch die Röhre, da rechts sehe ich schon die Münze.
Ich glaube, in die Röhre muss ich auch hinterher. Aber erstmal will ich mal gucken, dass ich ja irgendwie da hochkomme. Das war jetzt die dritte Münze. Okay, irgendwas läuft hier voll falsch. Ich gehe zurück. Vielleicht gehe ich einfach hier rein. Auch nicht. Vielleicht gehe ich einfach hier rein. Wer weiß, ich glaube nicht, dass ich damit da ankomme. Oh, okay, 30. Gut, gut, aber nicht so gut. Oh, jetzt ist ja alles wieder neu gespawnt an Gegnern, ist ja blöd. Okay, Moment, wir finden schon was. Soll ich denn da hochkommen? Okay, wisst ihr, was meine Theorie ist? Also nicht meine Theorie, sondern was ich einfach machen werde. Ich werde mich treffen lassen, verzichte auf mein Power-Up und versuche einfach da hochzufliegen. Sonst habe ich nämlich überhaupt keinen Plan, wie ich da vorgehen soll. Ob es irgendwie unsichtbare Blöcke gibt oder so. Aber so kriege ich es auf jeden Fall hin, so sag ich mal. Ach, hätte ich von irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich von da aus komme oder... Oh, egal. P-Switch. Mit Geld. Kann ich irgendwie noch weiter hochfliegen von hier? Na, eigentlich nicht. Na gut, das hat mich jetzt meine Goldblume irgendwie gekostet, aber... Scheiß drauf. Ich weiß nicht, wie ich sonst da hochgekommen wäre. Und so ist das, glaube ich, schon ganz okay so. Das Blöde ist, genau diese Dinger gibt es jetzt wieder, alle. Aber ich bin ja schon da. Yeah, oh, Vorsicht. Okay, nur eine Kleinigkeit noch. Das Ding hier. Ein Leben. Und geschafft, alles klar. Dann haben wir mit viel Mühe uns schön alles geholt, was es hier gibt. Mario und coolen Waschbäranzug. Mann, ich finde... Scheiß nur auf diese Flugkappen oder diese Eichhörnchen-Suits, Alter. Dieses Ding ist einfach das Coolste. Die sollten, ich finde, das Cape aus Super Mario World wieder reinbringen in irgendein Mario-Spiel. Das Ding war echt geil. Oder das Ding aus Mario 64. Das hatte noch irgendwie was Magisches an sich. Was die neuen Flug-Power-Ups einfach alle nicht mehr bringen können. Da ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob es eine Fake-Tür ist. Ich gehe lieber mal hier rein. Das war bestimmt eine Fake-Tür. Rechts. Keine Ahnung. Oh. Okay. Wo muss ich überhaupt genau lang? Okay, mein Level tut sich hier so gesehen auf. Eine Tür. Gehe ich rein oder lasse ich's? Ich gehe rein. Okay, man kann nicht rein. Umso besser. Dann kann ich ja schon mal ausschließen. Oh, fuck. Die Münze war da oben. Die Münze war da oben. Wisst ihr was? Ich bringe mich um. Da war die Münze. Ich habe sie ganz knapp noch gesehen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich sie mir holen kann. Wow. Ich bin so schnell wieder reingegangen, dass nicht mal Musik kam. Aber wir probieren es jetzt nochmal. Okay, vielleicht gucke ich auch mal, ob rechts irgendwas ist, aber ich glaube, hier kann man eh nicht ran. Kann man auch nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg. Okay, und irgendwie muss ich dieses System ein bisschen durchblicken, diesem scrollenden Spaß hier. Vielleicht, also da, wo man hoch konnte mit dem Wandsprung, das muss ich viel schneller irgendwie hinbekommen. Wann kam denn das? Kam das jetzt schon? Ist jetzt ein bisschen blöd, dass der Geist mir im Weg so ein bisschen steht, aber ich glaube, der geht auch, wenn... So, jetzt, glaube ich, muss ich... Mach einen Wandsprung, bitte! Och, Mann, es geht wirklich um Zeit, ja? Ja, hab's wieder verkackt. Tut mir leid, liebe Freunde. Ich wollte einen Wandsprung machen, aber Mario macht einfach gar nichts. Nee, ich stehe jetzt einfach hier und guck mir selbst beim Sterben zu. Ich kann jetzt gar nicht mehr runter, um mich umzubringen. Kann ich mich irgendwie töten lassen? Geht das? Oder kann ich jetzt... Er hat schon wieder keinen Wandsprung gemacht, aber ich glaube, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ein Leben.
Das würde mich total freuen, wenn ich hier sterben wäre. Ach Mann, okay, es ist richtig, richtig, richtig schwer, diese eine Münze jetzt zu bekommen. So, wenn Mario nicht mitspielt und nicht auf Anhieb so einen coolen Wandsprung nach da oben macht, oder ein paar Wandsprünge von mir aus, dann habe ich schon verkackt. Das muss auf Anhieb einfach alles gehen. So, nochmal. Leider ist das auch so ein Ding, was lange dauert. Ich habe oft darüber geredet, diese typischen Münzen, also großen Münzen, wo es nicht auf mich ankommt, dass ich die finde, dass ich da hingehe und diese mir einsammle. Es geht einfach um diese Münzen, die nur beschränkt verfügbar sind durch irgendeinen Weg, den ich nur ganz kurz erreichen kann. Das sind die schlimmsten. So, und jetzt Wandsprung bitte. Genau, genau. Nein, nein, nein. Mach den. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder verkackt, Alter. Mann! Das gibt's doch nicht. Tut mir leid, aber echt schon wieder diesen Dreck, Alter. Er hat einen Wandsprung gemacht. Sehr schön. Fuck. Ich hab die Münze die ganze Zeit schon vorher kriegen können. In Wirklichkeit bin ich der Idiot, nicht das Spiel, Alter. Das regt mich ja noch viel mehr auf. Okay, mein Fehler. Ich hätte die ganze Zeit danach noch kriegen können. Ich dachte, es ist eine Sache, die ich nur einmal schaffe und danach nie wieder. Oh Mann, jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt komme ich mir doof vor. Jetzt komme ich mir wie ein Behindi vor. Gut, weiter geht's. Ich habe jetzt gerade nicht so Lust, das anzusammeln. Ich lasse es einfach mal. Da geht's runter. Gibt's noch mehr? Oh shit. Ach gut. Alles ist noch in Ordnung. Man kann ja sehr schön eingequetscht werden, das ist ja die Sache. Und Geisterhäuser haben ja keine Checkpoints. Gut, die habe ich jetzt auch so sehen. Also eher durch Zufall bekommen. Die zweite. Das ist die dritte. Oh, auch noch gerade zu bekommen. Und Ende. Oder ich gehe hier lang. Einfach da oben. Ey, ist Geld. Das ist so der Bonusraum. Ah, aber auch ein bisschen zeitbeschränkt, weil die Wände sich dazu machen. Toll, vielen Dank. Ach, egal. Ah, gut, ich hab's geschafft, das freut mich. Diese erste Münze, die hat mich so verwirrt. Ich habe nämlich nur die Ecke davon gesehen und dachte, ja, du machst ganz schnell da hoch. Aber da die Wand ja wegscrollt, nach rechts, ich mach grad Gesten, obwohl ihr mich nicht sehen könnt, das ist voll doof, ist es halt schwierig, da Wandsprünge zu machen. Und dementsprechend hat er die oft auch gar nicht erst ausgeführt. Und ich wusste nicht, dass man die danach sich noch holen kann. Und das hat mich voll fertig gemacht. Aber jetzt haben wir hoffentlich wieder ein entspanntes Level. Mit einer guten alten Feuerblume. Ich schieße einfach alles weg. Moment, ich will doch bestimmt... Okay, erstmal sehe ich die Münze da. Ah, nicht bekommen. Moment. Dann brauche ich den anderen Koopa hier. Eine Münze. Eine Münze, okay. Okay, scheiß mal drauf. Ich habe mal irgendwann gesagt Death Counter. Aber ich will viel lieber einen, wie oft ich Münze gesagt habe, Counter. Ich merke, in diesem Spiel ist das wahrscheinlich häufigst gesagte Wort. Macht ja auch irgendwie Sinn. Oh, fuck. Okay. Ich will hier den Block zerstören, aber... Nee, obwohl, was bringt mir das? Selbst wenn da irgendwas drin ist, ich würde es eh nicht bekommen. Und wenn da nichts drin ist, dann sterbe ich da einfach nur. Oh. Was ist da? Ach nein, ah shit. Ich hätte es noch bekommen, aber nein, macht ja nichts. Neue Blume. Mit Weihnachtsbäumen vor dem Hintergrund, die sind ja geschmückt. Ups. Ah, vielleicht hätte ich ihn nicht töten dürfen, weil... Obwohl, ich komme ja so noch dran, oder? Ja, dann geht das schon. Ist da noch vielleicht irgendwas Tolles drin ist, aber... Oh, oh Mist. Lass mich raten, ich komme hier gar nicht mehr raus, oder? Ah, ich verstehe schon. Okay, der eine ist magischerweise weg, der hier gerade war. Gut, dann suchen wir uns mal hier einen Weg nach draußen. Moment.
erstmal so, bevor ich irgendwas kaputt mache. Ich habe ja keine Ahnung. Ah, cool. Okay, das nehme ich. Nehme ich gerne. Ich habe ja sowieso nichts im Ersatzbereich. Ja, und dann sind wir draußen, ne? Wow. Okay, keine Lust. Moment, wenn der wieder hochkommt. So, jetzt. Naja, es ging so. Überall rote Röhren. Moment. Ah, das muss man jetzt so machen und dann da. Und fertig. Yeah. Maritime. Weil man Luigi anscheinend nicht spielen kann. Ich habe nachgelesen, man erst nachdem man den Final Boss besiegt hat, erst dann ist Luigi anwählbar, leider. Zwar auch mit der Kombination L, R und A im Hauptmenü. Genau wie bei New Super Mario Bros. 1, aber irgendwie, naja. Ey, warte mal, was ist denn da oben eigentlich los? Da ist Level noch Secret Exit und hier ist ja auch noch irgendwas, ey, Mann. Das Spiel ist voll mit Secret Exits und ich finde die einfach nicht. Und die werden mir leider auch nicht angezeigt, das ist doof.